Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich sitze hier oben auf diesem Schiffswrack mit meinem kleinen Hoppler's Bike und warte darauf, dass die Schlammkrabbe kommt und erscheint. Und da wartet auch noch jemand. Was? Level 10? Das ist aber auch sehr niedrig, oder? Für dieses Gebiet hier? Naja, egal. Dann müssen wir die Schlammkrabbe nicht ganz alleine besiegen. Es liegt auch keine Leiche hier in der Nähe. Das heißt, wenn keine Überreste dieser großen Schlammkrabbe hier sind, dann ist es wohl schon etwas länger her, dass sie gestorben ist. Dann müsste sie hier bald wiederkommen. Und ich hoffe mal... Ah, schade, jetzt ist der Typ doch gegangen. Problem ist halt, ich werde im Normalfall... Zumindest gehe ich davon aus, diese Schlammkrabbe wohl alleine nicht besiegen können. Ist halt schon lustig, dass diese Schlammkrabben, die kommen ja tausendfach vor, total klein, sind immer total, ja, ungefährlich. Und dann ist hier so ein besonderer Gegner, die große Schlammkrabbe. Aber wie gesagt, alleine werde ich sie nicht schaffen. Ich werde mal dieses feine Erz hier ernten. Ernten, sage ich schon. Oh, da kommt der Anker schon wieder, aber den haben wir ja das letzte Mal schon besiegt. Das heißt, besiegt, geklärt. Ich will eigentlich nochmal hier zu den Ruinen gucken, weil ich... würde schwören, hier muss es doch irgendwo eine Truhe geben. Sieht aber halt echt nicht danach aus. Na gut. Wenn jetzt sowieso gerade niemand hier wartet auf die Schlammkrabbe, dann werde ich wohl auch nicht warten, weil ich davon ausgehe, dass ich sie alleine nicht schaffe. Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ah, Titanschere. Na gut, wenn sie einmal da ist, ne? Kommt irgendjemand vielleicht durch Zufall gerade? Sieht nicht so aus. Boah, ich glaube es echt nicht, dass ich es schaffe, aber wir wählen erstmal Serum des Lebens. Moment, wir nehmen erstmal Nahrung zu uns. Heilen uns. So. Okay, Regeneration. Dann Schluck des Lebens. Packen wir hier drauf. Gut. Uns hilft niemand. Wir probieren es trotzdem mal. Komm, was soll's. Okay, das ist schon mal gut. Vielleicht haben wir ja Glück und schaffen es mit diesem Angriff, wo sie uns halt quasi dann nicht attackiert. Ah, und da kommt schon jemand, der uns hilft. Sehr gut. Dann sollte es doch jetzt machbar sein. Perfekt. 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 Was? Sie buddelt sich ein? Na also... Abgeschlossen, sehr schön. Schluck des Lebens, geringer Seelenstein, Eisenfroststab und Leinenschuhe. So kündigt Wehle. Ja, bringt mir jetzt alles recht wenig, aber ist ja egal. So. Werden wir mal... Bevor wir jetzt dann nochmal gründlich diese Insel uns anschauen... Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal auf das Schiff und holen das... Was war das? Öl, glaube ich. Öl war das, glaube ich, das da rumlag. Also die haben irgendwie Öl geklaut und das wiederholen. Lampenöl. Lampenöl für den Leuchtturm. Ich habe gerade genießt, deswegen musste ich mich kurz muten. So. Schauen wir mal, also wie ich das Gebiet hier kenne, würde ich ja fast behaupten, ich werde nicht der Einzige sein, der da drin rumsucht. Stirb ich aber weniger. Glutaugen-Rekrutin. Der verdammte Speigert. Da muss ich mir mal die Nase putzen, ey. Nachdem ich genießt habe, Moment. So. Fässchen mit Öl. Leuchtturmöl. Ein spezielles, besonders lange brennendes Öl, das eingesetzt wird, um helle Feuer in einem Leuchtturm zu entzünden. Wie viel brauchen wir? Oh, eine Truhe. Besiegen wir erstmal schnell die Gegner. Ihr werdet immer bei Lora einen guten Preis bekommen.
Scheiß erzählt. Oh, oh, aua, aua. Au. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist denn da los? Oh, das ist ja der Kapitän, sehe ich gerade. Krass. Aber wirklich schwer scheint er mir nicht zu sein. So, bevor wir ihn looten, machen wir schnell diese Truhe auf. Nicht, dass irgendjemand kommt und die uns wegnimmt. Das wollen wir natürlich nicht. So. Halblederriemen der Ausdauer brauche ich nicht. Können wir auch verkaufen. Stahlkürass des Lebens. Oh, gar nicht so schlecht, aber nur Level 16. Von daher. Naja. Gut, gut, gut. Ich brauche noch irgendwas. Was ist da drüben noch? Ah, da kann ja jemanden befreien. Oh, so. Oh, jetzt auch noch eine Truhe, sehe ich gerade. Ich werde überleben, um wieder in See zu stechen. Vielen Dank. Interessant. Wahrscheinlich war auch schon bei früheren Missionen, wo ich bei irgendwelchen Endbossen waren, Truhen, die habe ich bloß halt nie gesehen, weil da immer so viel Verkehr war von anderen menschlichen Spielern, dass die diese geöffnet haben. Und jetzt habe ich hier einfach Glück, dass ich wohl der Erste bin. So, schwache Glyphe der Magie-Regeneration, Schmuckglyphe, Eichenfroststab, naja. Alles Gold, das ich gut gebrauchen kann, von daher ist es mir eigentlich relativ egal. Erhöht die Rüstung des Gegners um 4%. Kann verwendet werden, um Rüstung zu verbessern. Naja. Das mache ich sowieso nicht. Ach nee. Sind die jetzt wieder da oder was? Naja, egal. Dadurch, dass ich die relativ easy besiegen kann. Macht das erstmal nicht. So. Diesmal bekomme ich sogar noch Hilfe. Dann kann ich direkt nochmal looten, why not? Sag ich doch. Stahlaxt des Schocks. Schwache Glyphe der Ausdauer, Rüstungsglyphe. Ja, ich kann wieder gucken, ob ich vielleicht meine... Ach ja, die Eisenpanzerschuhe kann ich nicht verzaubern, weil die Stufe 14 sind. Und die Glyphen, die ich habe, sind Stufe 15 oder höher. Das macht natürlich Sinn. Ist hier etwa noch eine Truhe? Geil, drei Truhen. Oh, schwierig sogar, sehr schön. Und ich habe, wie es aussieht, auch das Glück, alle aufmachen zu dürfen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ah, ein Dietrich. Sehr gut, dass wir vorhin einer kaputt gegangen. Stahlgürtel der Magiker hat zwar eine bessere Rüstung, aber erhöht die maximale Magiker, was mir gar nichts bringt, weil ich ja nicht auf Magie gehe. Drei Truhen wieder auf einem relativ engen Raum. Also, der Raum war logischerweise sogar noch kleiner als der Raum, wo wir das letzte Mal die drei Truhen gefunden haben. Von daher bin ich absolut zufrieden. Und wir hatten Glück. Wären wir 5 Minuten später gekommen, wären die Truhen wahrscheinlich weg gewesen. Zumindest sind hier jetzt ziemlich viele Leute unterwegs. Na? Ich glaube, sonst gibt es hier echt nichts mehr. Deswegen können wir eigentlich... Wir müssen darüber, oder? Was ist hier? Sprecht mit Kapitän Mark. Okay. Müssen also doch wieder darüber. Na gut, dann gehen wir den normalen Weg raus. Sonst hätte ich gesagt, springen wir einfach ins Wasser. Aber das geht, glaube ich, sowieso nicht. Hier wird schon wieder kräftig gekämpft. Da drüben ist er. Ozor, Salach und Lidena sind frei. Und Kapitän Angartal ist tot. Ich glaube, dieser Tag hat sich soeben aufgeheitert. Ich habe zwar mein Schiff verloren, aber ihr habt mir neue Hoffnung gegeben. Was ist denn mit den anderen? Sie wurden nach Osten weggeführt. Mein erster Mat ist ihnen nachgegangen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sie allein befreien kann. Falls ihr in diese Richtung reist, dann haltet die Augen nach ihr offen. Wenn sie nicht bald zurückkehrt, muss ich sie vielleicht selbst aufspüren. Seetüchtige Schuhe. Naja, nur leichte Rüstung. Von daher bringt die mir recht wenig. Aber neue Schuhe könnte ich echt mal gebrauchen, damit ich eine höhere Stufe habe, die verzaubern kann. Schließen wir das Quest mal ab. So, und dann würde ich sagen, reiten wir nochmal
ganz kurz hier über die Inseln, um die nochmal so ein bisschen zu klären. Und zu gucken, ob hier vielleicht doch noch irgendwo was Geiles versteckt ist. Aber ich glaube, wir haben sie mehr oder weniger erforscht. Also diese Ruinen haben wir uns noch nicht genau angeguckt. Sind auch welche wieder im Wasser. Hier ist ein schöner Bogen. Keine Ahnung, wo er mehr reingeführt hat. Hier leuchtet irgendwas. Was ist das denn? Hä? Irgendwelche coolen leuchtenden Kristalle, aber wir können leider gar nichts damit machen. Hätte ja jetzt gedacht, dass man das ernten kann, also abbauen kann wie Erz, aber sieht nicht so aus. Schade. Na gut. Da drüben sind auch nochmal solche komischen Kristalle. Ein Irrlicht. Hier. Was mag das wohl gewesen sein? Irgendeine Art Tempel oder sowas? Ha. Gut, aber es gibt hier echt gar nichts mehr, oder? So, wo gehen wir denn jetzt da mal hin? Wo gehen wir denn da jetzt mal hin? Wir haben hier noch den Leuchtturm. Ach ja, genau, wir müssen auf jeden Fall zum Leuchtturm zurück. Deswegen stellt sich die Frage gar nicht, wo wir jetzt hingehen, weil wir zum Leuchtturm müssen. Also, ja, wir haben noch eine Mission, die abgeschlossen werden muss. Aber dann können wir, ja, in die Richtung gehen und hier mal das Gebiet erforschen. Sehr schön, wir kommen gut voran. Wir kommen auf jeden Fall sehr gut voran und haben auch schon viel von der Karte ja, erforscht, sag ich mal. Und für das Erforschen, für das Erkunden bekommt man ja auch Erfahrungspunkte. Von daher passt das schon. Zack, nehmen wir das mal noch mit. Auf geht's. Bin ich mal gespannt. Wartungsraum des Leuchtturms. Ist hier irgendwas spannend? Ah, eine Katze. Knochen. Eine Zutat für die Herstellung von Gegnern im bosmerischen Stil. Na, Moment. Tasse. Wir müssen endlich Level 20 werden, damit wir unsere neuen Speisen herstellen können. Verdammt nochmal. Kristallgestell des Leuchtturms. Benutzt. Das sieht ja lustig aus. Kristallgestell des Leuchtturms. Ich frage mich zwar, wie ich den Kristall auf diese Hand bekomme, wenn ich hier unten irgendwie rumfummel. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Vielleicht gibt es irgendeine Vorrichtung, dass ich den Kristall unten in diesen Sockel reinschiebe und er dann wie durch Zauberhand nach oben geht. Keine Ahnung. Machen wir das Ding noch an. Sehr schön. Was für ein Anblick für müde Augen und mit Sicherheit ein Leitsignal für alle ankommenden Schiffe. Wir stehen hier. Das Leben vieler Seeleute gerettet. Wir stehen hier in einer offenen Kuppel quasi so bei dem Leuchtturm, aber es hallt. Seine Stimme hallt. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich hoffe bloß, dass es nur dieses eine Schiff gab, das auf die Felsen aufgelaufen ist. Ich könnte meine Arbeit verlieren. Falls jemand fragt, hoffe ich, ihr sagt ihm, dass das alles nicht mein Fehler war. Natürlich. Kein Problem, mein Freund. So. Dann brennt dieses Licht auch wieder. Sehr schön. Abgeschlossen. Leuchtturm. Oh, was haben wir hier? Der Turm. Dann gehen wir mal vom Leuchtturm zu der Turm. Das sah mir doch auch nach einem questbaren Bereich aus. Mal kicken. Irgendwo hier drüben. Ah ja. Nehmen wir das mal noch mit. Feinerz. So, gibt es irgendwas? Ah, ein Buch. Unser Ruf, unser Schwur. Neues Buch entdeckt von Abd Durak. Neuzugänge in unserem Orden fragen mich oft, was bedeutet es, ein Geisthüter zu sein? Diese Verwirrung ist verständlich. Azura leitet uns, aber nicht immer so, wie wir es erwarten. Sie hat erst zweimal in meinem Leben zu mir gesprochen und auch dann nur als seidiges Flüstern, kaum hörbar in der Nacht. Die Traumscherbe ist Azuras Geschenk, wie auch der traumlose Trank, den wir jeden Abend trinken. Azura sieht eine Zeit kommen, in der Vermina
Herrin der Albträume, unsere Provinz mit einer Seuche schlagen wird. Einer Seuche der Albträume. Zahllose Unschuldige werden sterben, wenn wir die Seuche nicht aufhalten. Der traumlose Trank beschützt uns vor Verminas Albtraum, damit wir andere beschützen können. Jene kranken Seelen, die von ihren Träumen in den Wahnsinn getrieben wurden und ihre Opfer. Wenn die Zeit der Seuche kommt, müssen wir sie bekämpfen. Dies ist die Bestimmung, die Azura uns auferlegt und unser Schwur. Aha. Ah, cool, hier unten gibt's Abdrücke von Fingern. Das bedeutet also, es gibt Leute, die wissen, dass hier irgendwelche Traumtypen umherirren. Die trinken einen... Oh, der ist weiß, okay. Und die trinken einen Trank, der dafür sorgt, dass sie nicht träumen und damit nicht verzaubert werden oder so ähnlich. Hier gibt es relativ viel Erz zu sammeln. Zu pflücken, wollte ich jetzt gerade noch sagen. Das ergibt recht wenig Sinn. So. Gut, der Turm scheint also einfach nur, wenn ich das richtig... Was war hier oben? Ah, eine Leiche, okay. Verendete Rehe, wahrscheinlich von Wölfen gerissen, die nicht ganz aufgegessen haben. Der Turm ist also einfach nur so ein... So eine Segnung oder was? Sehe ich das richtig? Ja. Und jetzt? Segen der Turm, maximales Leben erhöht. Why not? Das klingt doch gut. Schön, dass ich das vorher immer gar nicht weiß, was da erhöht wird. Das ist doch mal nicht schlecht. So, dann gab's hier also jetzt gar nichts zu questen. Wir könnten der Stahlherz-Ankerplatz, da könnten wir hingehen. Die Mine von Köklin wäre aber auch nicht verkehrt. So, hier haben wir ein Feinerz, das geerntet werden muss. Sind das Gegner? Ja, das sind Gegner. Aber ich glaube, es ist fast besser, wenn wir von der anderen Seite reingehen. Aber ich probiere es mal aus. Ah, wir kommen auch hier hoch, wie es aussieht. Sehr gut. Okay, hier haben wir ein paar... da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Dann werden wir natürlich den Blutaugenpirscher angreifen. Sehr schön. Hier waren auf jeden Fall viele Dorfbewohner, die tot waren. Also, wie es aussieht, wurde dieser Ankerplatz erst vor kurzem von diesen Blutaugenpirschern übernommen. So, Stahlgroßschwert des Schocks. Ja, es ist ein Tick schlechter als das momentane. Ist auch eine Stufe geringer. Deswegen nehmen wir das nur mit, aber werden es nicht benutzen. Mir muss da irgendeinen Auftrag geben, oder? Also irgendein Quest. Sonst ist das ja relativ sinnlos. Ah. Na gut. Den unbedingt sein muss. So. Wahrscheinlich ist das Quest vor der Brücke. Wir reiten mal über die Brücke. Schauen hier mal noch ein bisschen zwischen den Felsen nach. Da verstecken sich gerne mal die mir persönlich so wichtigen Truhen. Ein angeschwemmter Rucksack. Dem orkische Hopfen ist, den ich aber glaube ich nicht brauche. Ja, hier ist ein Quest. Das ist genau die Glückssträhne, auf die ich gebaut hatte. Ich rede gleich mit dir, keine Angst. Finde ich aber cool, dass die angelaufen kommen, wenn man in der Nähe ist. So. Esther. Ich habe schon angefangen, die Geschichte des Captains anzuzweifeln. Und dann kommt ihr wie ein Held aus dem Märchenbuch herangeschlendert. Das ist perfekt. Diese furchtbare Sklavenjägerbande, die ihr am Leuchtturm lächerlich gemacht habt. Sie haben dieses Dorf eingenommen und halten den Rest unserer Mannschaft gefangen. Wollt ihr Hilfe bei der Befreiung haben? Wir sind ihre letzte Hoffnung. Aber ich habe einen simplen, spaßigen Plan. Die Dunkelelfen sind uns zahlenmäßig ein bisschen überlegen. Na gut, deutlich überlegen. Zuerst solltet ihr für eine Ablenkung sorgen, indem ihr ihre Zelte und die gestohlenen Waren am Dock in Flammen setzt. Das ergibt Sinn. Und dann? Tja, meine Seeleute sind in der Höhle hinter der Stadt eingesperrt.
aber der Anführer der Sklavenhändler, Majad Kar, bewahrt den Schlüssel in dem Haus auf, in dem er sich einquartiert hat. Also werdet ihr diesen Schlüssel stehlen müssen? Geht danach runter und befreit die Jungs. Ich schätze, das wird nicht so einfach werden, oder? Ach, das schaffe ich schon. Nun, das Letzte, was ich möchte, ist, dass ihr dort völlig unvorbereitet hineinlauft. Am Ende überfällt euch noch Majad Kar und sperrt euch zu all den anderen. Die Hauptsache ist aber, die Feuer anzuzünden. Ist es das, wonach ihr fragen wolltet? Ich wollte eigentlich nach gar nichts fragen. Wie entzünde ich die Feuer denn? Lasst euch was einfallen. Zieht ein brennendes Scheit aus dem Lagerfeuer. Dann zündet ihr alles an. Die Zelte und die ganze gestohlene Ware dort draußen auf den Docks. Das wird Majad Kar hoffentlich ablenken. Dann erzählt mir über Majad Kar. Ihr denkt doch nicht darüber nach, euch ihm zu stellen, oder? Das ist ein richtig verrückter Khajiit. Er war selbst mal ein Sklave. Aber dann hat er sich gegen seinen Herrn gewendet und ihr Geschäft übernommen. Er hat seine Konkurrenten getötet und wurde eine Art König der Sklavenjäger. Vertraut mir. Entzündet die Feuer. Lenkt ihn ab. Ach, ich mach den einfach platt. Ist doch kein Stress. So, jetzt haben wir auch die Mission, die wir brauchen, um da drin ein Quest zu erledigen. Und jetzt rennen wir mal in einer Masse hier hinein. So. Gibt es noch ein paar mehr Leute, die Bock drauf haben, wie es aussieht, das zu erledigen. So. Lagerfeuer nehmen. Und jetzt Zelt verbrennen. Hilfe! Es brennt! Macht es aus! Geil, da kommt ja sogar jemand rausgerannt. 2 von 4. Es brennt! Macht es aus! Na? Keine Lust, jetzt. 2 und 4 von 4. Brennt die Zelte. Okay. Und jetzt? Muss ich bestimmt den Sklavenjäger angreifen, oder? Den Chef oder wie auch immer. Sklavenjäger, ach nee. Sklavenjäger, hast du Arbeit für mich? Sklavenjäger, ich tue alles für dich. Sklavenjäger, schau ans Telefon. Versklavter Dorfbewohner, okay. Sklavenjäger, es klingelt schon. Vor allem, was hat die denn an? Die hat da quasi nur total leichte Leinensachen an. Also gar keine krasse, geile Rüstung. Was soll ich denn hier machen? Ich glaube, wir sind hier etwas falsch. Kann das sein? Ja, wir waren etwas falsch. Wir müssen nämlich hier rüber. Oh, da hoch hätten wir gemusst. Ah, oh, verdammt. Jetzt sind wir ja komplett falsch. Okay. Na gut. Wenn man nicht genau aufpasst, dann muss man eben Wege doppelt gehen. Oh, hier ist wieder dicke Action. Hier sind wieder relativ viele Leute am Start, wie man sieht. Oh. Oh, nee. Jetzt sag mir nicht, ich komme nicht hoch. Ah, oh, verdammt. Ach, komm. Na, also. Hier muss ich hin, oder? Ja, ne? So. Gestohlene Ware verbrennen. Uiuiuiuiui. Stiehlt den Schlüssel, okay. Ich würde aber sagen, wo wir den Schlüssel stehlen, machen wir einen kleinen Cut und ihr seht das Ganze dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, tschö, tschö.